Jörn Höfinger, ÖVP. Ja, zu diesem Antrag, es wurde bereits einiges angesprochen, muss man ganz klar differenzieren. Also es ist einmal grundsätzlich im Arbeitsverfassungsgesetz geregelt, dass Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten von Aktiengesellschaft entsendet werden. Das ist so, das ist aber eben im Theaterbereich bei Theaterunternehmungen ausgenommen. Warum? Ein wesentlicher Grund, der wurde schon angedeutet, aber noch nicht wirklich angesprochen, dass es verschiedenste Rechtsformen von Theaterunternehmungen gibt. Das beginnt bei Vereinen, gesellschaftlichen, bürgerlichen Rechts, Einzelunternehmen, dann gibt es jene, die nur befristet während des Jahres Aufführungen machen. Es gibt mobile Unternehmungen, vieles, vieles, vieles mehr. Und dann, was auch schon erwähnt wurde, gibt es natürlich nur saisonale Auftritte. Das heißt, es müsste teilweise zweimal, dreimal pro Jahr ein neuer Betriebsrat gewählt werden. Das sind aber die Grundlagen, das sind die aktuellen Situationen, die Theater betreffen. Bei den Bundestheatern ist das anders. Da werden bereits die Betriebsräte, die Belegschaftsvertreter in die Aufsichtsräte entsendet. Hier ist das klar geregelt. Und Sie schlagen aber jetzt vor, und das ist aber, ich denke, vielleicht sogar nur ein Irrtum in der Logistik, in ihrer Namensfindung, dass die Arbeitnehmermitbestimmung einfach über alle Theaterunternehmen drüber gestülpt wird. Ja, aber wir haben ja so viele verschiedene Formen, daher denke ich, kann das nicht so einfach funktionieren und ließe sich in dieser Art und Weise wahrscheinlich nicht umsetzen. Und dann noch dazu, dass nicht die zuständigen Betriebsratskörperschaften die Vertreter entsenden, sondern sie schreiben dann drinnen die Betriebsräteversammlung, was ja auch wieder etwas völlig anderes ist. Also ich denke, diese Punkte müssen wir uns auf jeden Fall genau anschauen. Aber so wie er jetzt vorliegt, glaube ich nicht, dass der einfach umsetzbar ist, weil er nicht praktikabel wäre. Und wenn wir davon ausgehen, dass das in Wirklichkeit eine klassische Sozialpartnermaterie ist, sollte man das, denke ich, auch sozialpartnerschaftlich diskutieren. Aber darüber werden wir uns im Ausschuss natürlich noch weiter unterhalten. Der grüne Antrag sei nicht praktikabel, sagt Jörn Höfinger von der ÖVP und verweist unter anderem auch, dass dieser Antrag eher ein sozialpartnerschaftliches Thema sei.